Schön. 14.15 Uhr. Ist doch alles noch super. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich ganz außerordentlich, dass ich die Ehre habe, euch zu diesem Fachtag im Namen von Fixpunkt begrüßen zu dürfen. An dieser Stelle auch nochmal die ausdrücklichen Grüße von unserer geschäftsführenden Projektleitung Astrid Leicht. Bevor ich den Versuch wage, ein bisschen ins Thema einzuführen, möchte ich mich an allererster Stelle bei den Initiatoren der Drug-Checking-Initiative Berlin-Brandenburg bedanken, die diesen Fachtag möglich gemacht haben. Stellvertretend nenne ich hier Annette Hoffmann und Wolfgang Nitze. Das hat auch den Hintergrund, dass mir versichert wurde, dass eigentlich der Ursprung für diese neue Initiative aus dem Berliner Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain kommt. Hier wurde im Rahmen der Druckrauminitiative, ich würde sagen, ein runder Tisch von Politik, Drogenhilfe etc. beschlossen, auch das Thema Drug-Checking wieder auf die Tagesordnung zu rufen. Und hier ist wohl auch der Ursprung für ein erstes Treffen der Initiatoren, die im Übrigen alle auf der Homepage nachzulesen sind, die ich im Übrigen ganz außerordentlich empfehle für alle, die dem Thema fern sind. Also ich hatte lange nichts mehr damit zu tun und eine halbe Stunde Auseinandersetzung mit dieser Website bringt einen wirklich auf den neuesten Stand. Drug-Checking, Drogenchecken, testen wäre wohl die simpelste Übersetzung ins Deutsche. Die Möglichkeit für den Gebraucher, erworbene psychoaktive illegale Substanzen auf deren Inhaltsstoffe untersuchen zu lassen und damit Vergiftungen, Überdosierungen oder sonstige negative, unerwünschte Nebeneffekte zu vermeiden. Und so simpel wie die Bedeutung ist, umso schwieriger gestaltet sich der drogenpolitische Umgang damit. Mit einer Methode, die eigentlich erheblich zum Gesundheitsschutz von Gebrauchern illegaler Drogen beitragen kann, / könnte. So selbstverständlich wir als Verbraucher die Hinweise auf Lebensmittel mit ihren Inhaltsstoffen finden, Testergebnisse von jedem Toaster und jeder Nuss-Nougat-Creme erhalten können, die auf dem Markt erhältlich ist, bis hin zu regelmäßigen Publikationen von Stiftung Warentest und Ökotest, die als Aufkleber in unseren Supermärkten nicht mehr wegzudenken sind. So stiefmütterlich gehen wir mit den Konsumenten illegaler Drogen um, die sich gezwungenermaßen aufgrund der Prohibition auf einem komplett unkontrollierten Markt versorgen müssen. Die Ergebnisse sind hinlänglich bekannt. Aufgrund einer beabsichtigten Gewinnmaximierung werden die so titulierten Substanzen mit allem gestreckt, was der Markt bietet. Der Stoff ist verunreinigt, zum Teil mit anderen Substanzen, die eine massive Gefährdung darstellen können. Der Reinheitsgehalt ein reines Glücksspiel. Und wer aus der illegalen Drogenhilfe kommt, weiß, dass der Unterschied zwischen 5% und 25% mitunter tödlich sein kann. Das Risiko trägt also der Verbraucher, logisch selber schuld, wer sich den Regeln des illegalen Marktes anvertraut. Dabei liegen die Vorteile auf einer Hand, die ich hier nur kurz skizzieren möchte, da die wirklichen Fachleute ja mir alle noch folgen werden. Neben der Gewissheit über den wirklichen Inhalt der zu konsumierenden Substanz, die zur Sicherheit beiträgt, hat Drug-Checking einen klaren emanzipatorischen Charakter. Es kann einen reflektiven, selbstkontrollierten Gebrauch fördern und beeinflusst das Risikoverhalten der Gebraucher. Nur wer weiß, was er wirklich snieft, raucht, schluckt oder sogar spritzt, kann sein ganz persönliches Risikomanagement entwickeln. Schlussendlich bietet Drug-Checking die Möglichkeit, in Kontakt mit Gebrauchern zu kommen und damit auch die Möglichkeit, besser über Drogen zu informieren und Risiken und Nebenwirkungen zu thematisieren und damit eine Grundlage für einen kontrollierten Umgang zu ermöglichen. Anfang der 90er Jahre hat es hier erste Versuche, ausgelöst durch den Konsum von illegalen Substanzen in der neu erstarkten Partyszene gegeben.
Und wenn ich mich so richtig erinnere, war in dieser Szene von vornherein klar, dass man das selbstregulierende Potenzial, was vielen Partygästen innewohnte, ganz schnell nutzen wollte. Nicht nur den Schaden, der durch den Konsum von illegalen Drogen entstehen könnte, abzuwenden, sondern sogar einen Schritt weiter zu gehen, nämlich kontrollierte Konsumformen zu entwickeln, die ein Szenario des möglichen Genusses von illegalen Drogen aufzeigen konnten. Wer jemals auf einem Rave gewesen ist, drinnen oder draußen, in dem der Großteil mit diesen Safer-Use-Kriterien gut ausgestattet war, weiß, wovon ich spreche. Eve und Rave haben auch damals den dankenswerten Versuch unternommen, Drug-Checking in Berlin zu erproben und Versuch zu etablieren. Der Versuch endete fast vor Gericht, zum Glück glimpflich. Ein Beitrag wird uns da nochmal in die Historie einführen. Im Kontext von Drug-Checking geht es also immer auch um rechtliche Grundlagen. Dazu erwartet uns ein Beitrag aus Köln. Andere geht es besser. Sie haben im benachbarten deutschsprachigen Ausland eine Nische gefunden, um Drug-Checking als Instrument der niedrigschwelligen Drogenhilfe einzusetzen und damit einen wichtigen suchtpräventiven Beitrag zu leisten im Kontext von Safer Use. An dieser Stelle sei auf den zu erwartenden Programmpunkt des Kollegen aus der Schweiz hingewiesen. Und schlussendlich hat auch die Wissenschaft heute ihren Platz. Wir erwarten einen Beitrag, der uns Ergebnisse einer EU-Studie näher bringen wird, unter besonderer Berücksichtigung der Effektivität von Drug-Checking. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, dass am Ende dieses, wie ich finde, ausgefeilten Programms steht, bei dem einige ihr Wissen auffrischen werden, wieder auf den neuesten Stand, andere vielleicht zum ersten Mal mit dem Phänomen von Drug-Checking zu tun haben werden, dass wir alle erkennen, welches Potenzial in dieser Methode liegen kann. Ich wünsche uns und vor allem den Initiatoren der Initiative Drug-Checking Berlin-Brandenburg, die diesen Fachtag ermöglicht haben, dass diese Zusammenkunft ein erneuter Startschuss sein kann, weil den Versuch gab es vor vielen Jahren schon, und damit eine mögliche Plattform, um weitere Aktivitäten in Gang zu setzen, um Drug-Checking endlich den Platz zu geben, den es schon lange verdient. Ja, dafür ganz viel Erfolg. Dankeschön. Ich werde jetzt das Wort abgeben an Heike Drees, die euch den Programmplan vorstellen wird. Ja, schönen guten Tag. Ich darf Sie ebenfalls sehr herzlich begrüßen zu dieser Fachveranstaltung Drug-Checking, ein effektives Instrument der Drogenarbeit. Mein Name ist Heike Drees und wie gesagt, von meinem Vorredner werde ich Sie durch den heutigen Nachmittag führen. In der Vorbereitung auf diese Fachveranstaltung ist mir natürlich auch noch mal so durch den Kopf gegangen, die Historie des Themas, und mir ist auch noch mal eingefallen, dass vor 10 Jahren, als dieses Thema ja sehr kontrovers diskutiert wurde, die Drogenpolitik, dieses Stichwort fiel ja gerade vorhin schon, die Drogenpolitik zu dem Schluss gekommen ist, dass Drug-Checking eine ganz falsche Botschaft, insbesondere für Jugendliche, beinhalte, da sie aufgrund von positiven Qualitätsergebnissen zum Drogenkonsum ermuntert werden könnten. Und dann ist mir aufgefallen, dass der Titel dieser Fachveranstaltung als eine Frage formuliert ist, nämlich ein effektives Instrument der Drogenarbeit, Fragezeichen. Und angesichts der Historie, also der, wie vor 10 Jahren debattiert wurde, ist mir dann eingefallen, ist es so, leistet Drug-Checking einer Verharmlosung von Drogenkonsum Vorschub? Ist Drug-Checking nichts weiter als ein Instrument des Verbraucherschutzes? Reagieren Drogenkonsumenten deshalb auf ein positives Analyseergebnis mit, na also, alles völlig harmlos? Und ist es so, wie die Autoren des Drug-Checking-Konzepts für das Bundesministerium für Gesundheit es 1999 formuliert haben, ich zitiere, viele Menschen wissen sehr wenig über Drogen, haben aber alle eine feste Meinung zu dem Thema.
Wir brauchen also in Sachen Drogenpolitik immer einen kritischen Diskurs. Und ich glaube, dass die Veranstalter, die Drug-Checking-Initiative Berlin-Brandenburg, es wurde schon angedeutet, ist ein Verbund auch frei gemeinnütziger Träger der Drogenhilfe und der Präventionsarbeit, darunter auch die Deutsche AIDS-Hilfe und ein großer Berliner Träger, der vielen hier bekannt ist, Vista GmbH, dass diese Initiative mit dieser heutigen Fachtagung da nochmal anknüpfen möchte und wie Sie geschrieben haben, den Wissenstransfer befördern wollen, indem verschiedene Aspekte und Rahmenbedingungen des Drug-Checking sowie Erfahrungen mit Drug-Checking-Projekten in unseren Nachbarländern heute vorgestellt wurden. Der Felix von Plötz hat ja jetzt schon einiges zu dem Programm gesagt. Und ich denke auch, dass wir die Historie des Themas in den Beiträgen immer mal wieder heute streifen werden. In den Beiträgen meine Aufgabe besteht jetzt zunächst darin, Ihnen jeden Beitrag kurz anzukündigen, den Referenten vorzustellen. Den Referenten, ja, die Referentin gibt es ja gar nicht, fällt mir gerade auf. Und ich werde bei allen streng darauf achten, dass Sie die Zeit einhalten. Wir werden zu Beginn zwei Beiträge hören, die sich, wie gesagt, mit der Historie, mit rechtlichen Aspekten befassen. Wir werden eine halbstündige Pause haben danach. Wir werden dann zwei weitere Beiträge hören. Und nach jedem Beitrag besteht die Möglichkeit für eine Verständnisfrage. Wir werden inhaltliche Fragen sammeln und dann in dem abschließenden Podium diskutieren können. Wir wollen gegen 18 Uhr die Veranstaltung dann beenden. Ja, und wir wollen beginnen mit dem Beitrag. Ach, jetzt kommt, glaube ich, erst ein Einspieler, habe ich gehört. Und dann beginnen wir. Oder wann kommt der Einspieler? Der Einspieler, ne? Der kommt jetzt. Und wenn wir den. Und dann stelle ich den ersten Referenten vor. Okay. Ein Uhr nachts, Partybeginn im Berliner Techno-Untergrund. Sokratis, Koschka und Martin sind heute nicht zum Feiern hier. Sie wollen aufklären über die Gefahren von sogenannten Partydrogen wie Speed und Ecstasy. Die drei haben nichts gegen Drogen an sich, sie nehmen sogar selber gerne welche. Mit ihrem Infostand wollen sie zeigen, worauf man achten muss, damit der Drogentrip nicht im Krankenhaus endet. Koschka hängt aktuelle Pillenwarnungen auf vor Ecstasy-Pillen, die mit anderen gefährlichen Stoffen gestreckt sind. Das schlimmste Szenario, was wir verhindern, ist einfach, dass sich jemand letztendlich vergiftet. Beispielsweise mit MCPP oder mit anderen Substanzen, die anstelle von Ecstasy, also von MDMA, verkauft werden. Der Konsument sieht nicht, was in der Pille drin ist. So. Und es gibt eben auch viele Konsumenten, die gehen da völlig sorglos mit um. Dealer verteilen keine Beipackzettel. Das kann lebensgefährlich werden. Jährlich sterben etwa 10 Partygänger im Zusammenhang mit Ecstasy. Laut BKA ist in Deutschland jede 20. Pille gepanscht. Risiken und Nebenwirkungen der illegalen Substanzen kann man auf dem autonomen Infotisch nachlesen. Für das hygienische Sniefen von Speed und Kokain schnitzt Sokratis Röhrchen aus Aquariumschläuchen. Hart am Rande der Legalität, das sogenannte Drug-Checking. Chemische Drogenanalyse. Sokratis darf den Stoff nicht berühren, sonst macht er sich strafbar. Wirklich nur zwei, drei Krümelchen genauso. Dann kommt das sogenannte Marquis-Reagenz, konzentrierte Schwefelsäure mit Formaldehyd. Wenn sich der Stoff blau-violett färbt, ist es MDMA, also Ecstasy. Färbt er sich gelb, ist es Amphetamin, Speed. Okay, was wir da sehen, ist jetzt eine ziemlich schwache Reaktion. Also an einigen der Krümels ist ein bisschen was Gelbes zu sehen, was Gelbliches, aber genaueres kann man nicht sagen. Also es könnte ein bisschen Amphetamin drin sein, das ist sicher nicht nur Amphetamin. Also was hast du es denn gekauft? Als Speed? Ja, deutlich, ist vielleicht mit irgendwas gestreckt, vielleicht ist auch was, irgendwas Gesundheitsschädliches bei, das wissen wir schlicht nicht.
Ratlosigkeit. Der Test der ehrenamtlichen Helfer mag gut gemeint sein, präzise ist er nicht. Drug-Checking ist in Deutschland Glückssache. Es wirkt dann auch oder wirkt? Ganz anders dagegen sieht es in Österreich aus. Hier werkeln die Drug-Checker nicht in Hinterzimmern von Clubs, sondern arbeiten hochprofessionell, im Staatsauftrag. Eine Großraumdisco in Vösendorf bei Wien. Im Analysezelt des mobilen Drogenprojekts Check It wird der Stoff mit einer Feinwaage gewogen und fotografiert. Dann macht der User einen Abstrich fürs Labor. Die Technik hier kostet 200.000 Euro. Die Kosten für das Projekt teilen sich die Stadt Wien und das Gesundheitsministerium. 7 Drogenberater und ebenso viele Chemiker sind im Einsatz. Wir haben wieder eine neue Probe. Im Backstage-Bereich analysieren Chemiker, was und wie viel in den Proben enthalten ist. Damit sind Überdosierungen ausgeschlossen. Gepanschte Pillen werden geoutet und im Internet dokumentiert. Auch in Deutschland gab es einmal ein vergleichbares Projekt. Hans Kustow von der Berliner Drogenhilfe Eve and Rave hat es organisiert. Doch das Gesundheitsministerium verbot den professionellen Labors, Proben von Konsumenten anzunehmen. Die Warnungen der Drug-Checker kommen jetzt nicht mehr aus Deutschland, sondern aus Österreich, der Schweiz, Frankreich oder den Niederlanden. Dadurch, dass die Leute erfahren haben, solche Pillen sind im Umlauf, davon muss man die Finger lassen, konnte Menschenleben gerettet werden. Und deshalb ist es für mich eigentlich völlig unverständlich, dass in der Bundesrepublik Deutschland die Regierung alles daran setzt, um Drug-Checking-Programme zu verhindern. Denn vom ethischen Prinzip wie vom rechtlichen Prinzip ist die Unversehrtheit von Leib und Leben das höchste Rechtsgut. Viele Politiker von Union und SPD sehen das anders. Für sie bedeutet Drug-Checking eine Abkehr vom obersten Prinzip, dass keine Droge immer noch gesünder ist als eine überprüfte Droge. Frank Henkel ist Generalsekretär der Berliner CDU. Eine Stiftung Warentest für Drogenuser kommt für ihn nicht in Frage. Es geht aus meiner Sicht darum, dass es ein vollkommen falsches Signal wäre, den Eindruck zu erwecken, wenn eine Droge sauber ist, nachdem sie getestet wurde, kann man sie unbedenklich nehmen. Das ist das falsche Signal, insbesondere für Kinder und Jugendliche, die am Beginn einer etwaigen Drogenkarriere stehen. Und deshalb kann Drug-Checking nicht der richtige Weg sein. Fördert Drug-Checking den Drogenkonsum? Die autonomen Drogenhelfer halten dagegen. Offene Beratung führe zu mehr Respekt bei den Usern. Wir gehen dann kritischer damit um. Also wo wir auf einer Party sind und Drug-Checking machen, da wird weniger konsumiert. Keine Polizei und keine Präventionskampagne der Welt kann verhindern, dass Menschen Partydrogen nehmen. Ein vernünftiges Drug-Checking würde zumindest dafür sorgen, dass niemand für ein bedröhntes Wochenende sein Leben riskiert. Ja, da konnte man, glaube ich, noch mal ganz gut nachvollziehen, in welchem Spannungsbogen dieses Thema steht. Vielleicht hat der Herr Henkel ja eben gerade zugehört. Ja, wir wollen jetzt beginnen mit den Beiträgen und als erstes wollen wir uns beschäftigen mit dem Beitrag von Tibor Harrach. Er hat Pharmazie studiert an der Philipps-Universität in Marburg und ist approbierter Apotheker. Er hat einige Zeit bei der Bayer AG in Leverkusen gearbeitet und bei verschiedenen Forschungstätigkeiten an der Freien Universität Berlin mitgearbeitet. Er ist als Gutachter tätig in einem ganz spannenden Thema, von dem ich auch eigentlich zum ersten Mal so Kenntnis genommen habe, nämlich in Abgrenzungsfragen zwischen Lebensmitteln und Arzneimitteln. Er ist im Fachbereich pharmazeutische Chemie als Dozent an der FU Berlin tätig und in einer öffentlichen Apotheke beteiligt an der Methadonzubereitung für die Substitution. Tibor Harrach war Mitte der 90er Jahre als Vorstandsmitglied bei Eve and Rave e.V. beteiligt am Drug-Checking-Programm, von dem wir gerade vorhin in dem Einspieler gesehen und gehört haben, hier in Berlin. Und seitdem engagiert er sich auch im politischen Raum für die Wiederaufnahme. Bitte, Tibor. Ja, vielen Dank, Heike, für die nette Einführung. Ich möchte euch jetzt das
Drug-Checking-Projekt von Eve and Rave vorstellen, was wir 1995/96 hier in Berlin durchgeführt haben. Und dann ein bisschen was zur Drug-Checking-Politik im nationalen und internationalen Rahmen erzählen. Ja, wir haben damals in Berlin tatsächlich Drug-Checking durchgeführt, und zwar als Szeneprojekt, als Eve and Rave, in Zusammenarbeit mit dem Gerichtsmedizinischen Institut der Charité. Könnt ihr hier sehen, das ist ein Beitrag aus dem Fokus von damals, aus dem Jahr 96. Abgelaufen ist das folgendermaßen: Man konnte uns, Eve and Rave, die Pillen anonym zuschicken. Wir hatten ein Postfach. Wir als Verein haben dann die Proben in die Charité verbracht. Dort wurden sie untersucht, was ist drin, wie viel ist drin, also qualitativ und quantitativ analysiert. Und wir haben die Ergebnisse gegen Nennung eines Codeworts dann an denjenigen weitergegeben, der bei uns die Probe eingesendet hat. Und außerdem haben wir die Ergebnisse zu Listen zusammengefasst und die wurden im Internet veröffentlicht. Angefangen hat alles 1995 im Februar. Dort haben wir die erste Probe ins Gerichtsmedizinische Institut der Charité verbracht. Dann kam es auch bald zu Ergebnissen, wo Substanzen festgestellt worden sind in Tabletten, in als Ecstasy gehandelten Tabletten, die nicht dem entsprochen haben, was die User erwartet haben. Zum Beispiel hatten wir eine Tablette, da war Ephedrin, Koffein, Chinin und Paracetamol drin. Und wenn wir so eine Probe bekommen haben, so ein Ergebnis übermittelt bekommen haben, dann haben wir Warnflyer geschrieben und unsere Leute sind in die Szene ausgeschwirrt, in die Clubs und haben dort Warnflyer verteilt und an bestimmten Punkten dann präsent gewesen und darüber auch beraten über solche Pillen. Ja, hier ein paar Analyseresultate von damals. Wir sind damit angetreten, mit der Erwartung, dass in den Tabletten alles Mögliche drin ist und dass nur selten tatsächlich reines Ecstasy in den Tabletten drin sein kann. So hat das auch die Polizei damals kommuniziert. Was wir damals festgestellt haben, zumindest in dem Zeitraum, als wir das gemacht haben, dass die Proben doch besser waren, als wir das erst erwartet hätten. Es war doch meistens reines Ecstasy enthalten, also MDMA oder MDE, so im Dosisbereich damals von 180 bis 120 Milligramm. Das war das, was man auch so erwartet hätte. Gelegentlich gab es aber dann Proben, die andere Substanzen enthalten haben, zum Beispiel Amphetamin, also Speed. Oder zum Teil gab es auch Tabletten, die enthielten verschiedene Substanzen, also zum Beispiel Amphetamin und ein Ecstasy-Wirkstoff. Hier kurz zu dem Beitrag, den wir vorhin eben gesehen haben bei Polylux. Da ging es ja auch um Schnelltests und da muss man eben sagen, wenn man so eine Mischprobe hat, dann gäbe es eine Schwierigkeit. Ja, dann könnte man mit dem Schnelltest nicht mehr sicher sagen, da ist die eine oder die andere Substanz drin. Dazu muss man professionelles Drug-Checking machen. So ein Schnelltest mit dem Markierreagenz hätte aber durchaus eine Aussage, für den User auch gewinnbringende Aussage, wenn nur eine Substanz drin ist. Also wenn zum Beispiel das gelb wird und der wollte eigentlich eine Ecstasy-Tablette haben und es wird gelb, weil Speed drin ist, dann weiß er, okay, da ist jetzt Speed drin und möglicherweise bin ich jetzt vorsichtig bei der Tablette oder konsumiere sie erst gar nicht. Was für Substanzen haben wir damals gefunden? Amphetamin, Methamphetamin haben wir zum Beispiel gefunden. Wir haben gefunden die Arzneistoffe Chinin, Ephedrin und Koffein, Ascorbinsäure, also Vitamin C, Paracetamol oder auch das DOP, das ist ein halluzinogenes, stark halluzinogenes Amphetaminderivat. So, wie ging es weiter mit unserem Drug-Checking-Programm? Man muss sagen, in der Szene ist es sehr gut aufgenommen worden. Die Ergebnislisten sind uns förmlich aus der Hand gerissen worden. Aber nach einer gewissen Zeit haben sich dann die Strafverfolgungsbehörden bei uns gemeldet.
Die haben in einem Beitrag in der Zeitung, in der Berliner Morgenpost mitbekommen, dass wir so einen Service anbieten. Und dann hat man von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren erstmal gegen Unbekannt eröffnet, gegen den Verein Even Trave. Wir haben da nicht drauf reagiert. Wir haben auch allen Einladungen der Polizei widerstanden, sind da also nicht hingegangen, um irgendwelche Aussagen zu machen. Und so kam es dann am Tag vor der Love Parade zu der Untersuchung unserer Vereinsräume. Die waren damals im Haus der Demokratie in der Friedrichstraße. Da war die Polizei aber auch nicht erfolgreich, konnte dort keine Unterlagen beschlagnahmen, mit denen sie irgendwas anfangen konnte, wo hervorging, wer irgendwelche Proben zum Beispiel in die Charité verbracht hat. Wir haben dann weitergemacht, wir haben dann ab dem Zeitpunkt auch richtig offensiv veröffentlicht. Also wir haben zum Beispiel jetzt die Testergebnisse über den Verschickungsservice der Deutschen AIDS-Hilfe an alle AIDS-Hilfen bundesweit verschickt und dann konnten die Ergebnisse dort dann abgefragt werden, beziehungsweise die lokalen AIDS-Hilfen haben die Ergebnisse in den lokalen Szenen entsprechend kommuniziert. Und auch der Giftnotruf des Landes Nordrhein-Westfalen, der ist bei der Universität Bonn angesiedelt, hat sich bei uns gemeldet und hat doch gebeten, dass wir ihnen die Drug-Checking-Ergebnisse zukommen lassen, damit sie diese auf ihrer Homepage veröffentlichen können. Auch darauf sind wir eingegangen und damit waren sie dann praktisch bundes- oder weltweit sogar abrufbar. Ja, aber der Repressionsmechanismus ist weiter abgelaufen. Dann kam es am 27. bzw. am 30.09., also an einem Freitag, soweit ich mich da noch recht erinnern kann, und dann an einem darauffolgenden Montag zu der Durchsuchung des Gerichtsmedizinischen Instituts der Charité. Und man hat eben Unterlagen beschlagnahmt. Und aus den Unterlagen ging hervor, wer überwiegend die Proben vom Postschließfach in die Charité verbracht hat. Und das waren die Informationen, die Polizei haben wollte. Und mittels dieser Informationen konnte dann das Strafverfahren personalisiert werden und weitergehen. Diese Durchsuchung der Charité, das ist schon ein gewaltiger Eingriff gewesen. Das war dann auch das Ende des Drug-Checking-Programms. Also dann hat erstmal die Charité gesagt, wir warten, wie das Verfahren weitergeht, was da rauskommt, bevor wir jetzt hier weitere Proben entgegennehmen. Ja, es wurde dann gegen die drei Personen, die hauptsächlich die Proben vom Schließfach in die Charité verbracht haben, ein persönliches, sage ich mal, Ermittlungsverfahren eröffnet. Das war Helmut Ahrens, der Gründer von Even Trave, Kai Fischer und Jürgen Kunkel. Am 17.11.97 hat dann die Staatsanwaltschaft beantragt, und zwar beim Amtsgericht Tiergarten, ein Hauptverfahren zu eröffnen. Und zwar hat man den Beschuldigten vorgeworfen, sie hätten in 47 Fällen unerlaubt Betäubungsmittel besessen. Das sei ein illegaler Besitz, das ist ein Straftatbestand im Betäubungsmittelgesetz und dementsprechend wollten sie das zur Anklage bringen und eine Verurteilung herbeiführen. Das Gericht lehnte aufgrund des Antrags des Strafverteidigers Professor Cornelius Nestler, der ja auch dankenswerterweise heute hier ist, die Eröffnung des Hauptverfahrens ab. Dagegen hat dann die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt. Das hat sie beim Landgericht Berlin getan und ein Jahr später hat dann das Landgericht auch diese Beschwerde verworfen, sodass es niemals zu einer gerichtlichen Anklage gegen die drei Beschuldigten kam und das Verfahren war damit eingestellt. Was schließen wir daraus? Wir sagen, seitdem Drug-Checking ist unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen
des Betäubungsmittelgesetzes möglich, aber setzen dahinter ein Fragezeichen. Die Frage, die würde ich dann gerne an Professor Nestler weitergeben. Und wir sagen, dass Drug-Checking vor allem von dem politischen Willen, der in einer bestimmten Region oder in einem bestimmten Land abhängig handelnden politischen Personen abhängig ist. Welche positiven Erfahrungen haben wir mit unserem Drug-Checking-Programm gemacht? Und zwar positiven Erfahrungen hinsichtlich des positiven Services, sage ich mal, für die Konsumenten. Wir haben festgestellt, Drug-Checking kann ein Schutz von Leben und Gesundheit sein, weil wir eben überdosierte, fehldosierte und stark verunreinigte Tabletten erkennen und potenzielle Konsumenten davon abbringen können, diese Tabletten zu konsumieren oder diese Drogen zu konsumieren. Wir haben ja auch Pulverdrogen analysieren lassen. Und so kann man eben gesundheitliche Schäden abwehren. Dann haben wir, wie das ja auch hier schon in der Einleitung gesagt worden ist, eben feststellen können, dass man das Reflexionsvermögen der Konsumenten steigern kann, praktisch erst sozusagen erzeugen kann. Bestimmte Wirkstoffkombinationen können oder bestimmte Dosierungen können eben einer definierten Wirkung zugeordnet werden. Und das Erstaunlichste für mich war oder für uns war der Effekt, wenn man Leuten so eine Drug-Checking-Liste unter die Nase gehalten hat. Häufig hat man von den Konsumenten gehört, ja, die Pillen, die wirken gar nicht mehr so wie früher, das war früher alles besser, ja, die werden immer schlechter. Dann hat man ihnen die Ergebnisliste gezeigt und da konnten sie sehen, die Pillen werden eigentlich gar nicht schlechter. Die bleiben relativ gleichbleibend gut und so ist dann so ein Denkprozess auch angestoßen worden, dass es möglicherweise gar nicht an den immer schlechter werdenden Drogen liegt, dass mein Zustand nicht mehr so ist, wie er früher mal gewesen ist, sondern vielleicht auch was mit dem übermäßigen Drogenkonsum zu tun haben kann. Und so haben wir dann Denkprozesse angestoßen. Ja, man hat auch so ein kritisches Drogenbewusstsein damit erzeugen können. Also die Leute haben sich überhaupt erstmal damit beschäftigt, mit Dosis-Wirkungsbeziehungen, dass sich Toleranzen ausbilden können, ja, dass sich Drogenwirkungen verändern können aufgrund biologischer Prozesse, die sich im Hirn abspielen zum Beispiel. Auch Safer-Use-Botschaften, die wir immer den Testergebnissen beigelegt haben, die wir immer offensiv kommuniziert haben in der Szene, die wurden so verständlich. Ja. So war es nicht nur die Gesundheitsraver von Ethan Drave, die da irgendwelche Regeln den Leuten mit an die Hand gegeben haben. So konnten die Leute verstehen, warum wir diese Regeln sozusagen formuliert haben, konnten sogar ihre eigenen Regeln selber ausformulieren und so wurde der ganze Prozess verständlicher für sie und ableitbarer. Ja, und der vierte Punkt, den ich hier aufführen will, das ist so der politisch, sage ich mal, diffizilste Punkt, das ist das Schwarzmarktkorrektiv. Wir gehen davon aus, und wir haben das auch zum Beispiel mit den Holländern diskutiert, die ja flächendeckend in den Niederlanden Drug-Checking betreiben, dass wir hatten da mehrere Zusammentreffen mit denen, auch eine Drug-Checking-Konferenz in Amsterdam. Und auch die haben uns berichtet von ihren Erfahrungen, dass in den Gebieten, in den Gegenden, wo Drug-Checking durchgeführt wird, die Qualität der Substanzen durchaus auch sozusagen den Erwartungen der User eher entspricht. Und dass Substanzen, dass Drogen, die stark verunreinigt sind und wo Sachen drin sind, die von den Usern wenig erwünscht sind, hauptsächlich in Gegenden, zum Beispiel in Europa, verbracht werden, wo keine Drug-Checking-Angebote vorhanden sind. Also wo der Konsument keine Möglichkeit hat, irgendwie herauszubekommen, was in dieser Probe drin sein könnte.
Eine andere wichtige Erfahrung für uns war die Reaktion der Medien. Das ist ja häufig auch die Angst der Politik. Ja, die Bild-Zeitung, die könnte jetzt den Politiker oder die Behörde, die Drug-Checking anstößt und vorantreibt, die könnte die sozusagen an den Pranger stellen und die Sau durchs Dorf treiben, zu Deutsch. Wir haben da ganz andere Erfahrungen gemacht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Medien das Drug-Checking-Programm von uns begleitet haben. Die waren sehr erpicht darauf, darüber zu berichten. Das war etwas, was in den Medien wirklich viel Resonanz gefunden hat. Hier zum Beispiel der Spiegel. Ja. Die Taz hat geschrieben, gerade als dann die Repression gegen uns am Toben war, sage ich mal, haben sich die Medien auch positiv, sage ich mal, hinter uns gestellt. Und nicht nur die Medien, von denen man das erwarten würde, wie zum Beispiel die Taz, sondern zum Beispiel hier auch die BZ hat doch erstaunlich sachlich und konstruktiv, also die Springer-Medien, über unser Truck-Checking-Programm geschrieben. Hier ein Artikel in der Welt. Die Jungenwelt, die haben natürlich die erwartungsgemäß haben sich natürlich hinter uns gestellt. Ja, hier, das war der Artikel, der dann erschienen ist, nachdem sozusagen das Landgericht Berlin entschieden hat, die Hauptverhandlung gegen die Eve und Rave-Mitglieder nicht zu eröffnen. Durchbruch beim Drug-Checking. Eben auch einen sehr positiven Bericht nochmal zu dem, was da gelaufen ist. Die Frage ist jetzt, warum ist es dann nicht weitergegangen? Trotz dieser positiven Resultate, die da vor Gericht erzielt worden sind, ist in Berlin kein Drug-Checking-Programm mehr aufgenommen worden. Grund dafür ist vor allem das Vorgehen der Bundesbehörde, die die Lizenz vergibt, an die Laboratorien Betäubungsmittel entgegenzunehmen und zu untersuchen. Das ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und da gibt es eine Abteilung, das ist die Bundesopiumstelle. Die wurde damals geleitet von Frau Lander. Das war eine ziemliche Hardlinerin, was Drogenpolitik betrifft. Und die hat eben die Erlaubnis des Gerichtsmedizinischen Instituts, der Charité, und auch alle anderen zur Betäubungsmittelanalytik berechtigten Laboratorien in Deutschland eingeschränkt. Und zwar dahingehend, dass diese Laboratorien nicht mehr von privaten Institutionen oder auch Privatpersonen Betäubungsmittel zur Qualitätskontrolle sozusagen entgegennehmen dürfen und die untersuchen dürfen. Ja, wie sieht so eine Erlaubnis aus? Also das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte kontrolliert sozusagen den gesamten legalen Betäubungsmittelverkehr in der Bundesrepublik Deutschland und kann für bestimmte Vorgänge Sondererlaubnissen ausstellen. Ich habe zum Beispiel eine Sondererlaubnis, Hanf anzubauen im Hanfmuseum. Das ist ja um die Ecke im Mühlendamm, könnt ihr nachher noch hingehen. Das ist so eine Vitrine. Und das sind eben so 20 bis 30 Hanfpflanzen und die unterliegen eben der betäubungsmittelrechtlichen Überwachung und ich als Apotheker darf da Hanf anbauen, weil ich diese Erlaubnis habe, aber die Erlaubnis ist eben eingeschränkt. Ich darf das nur zu wissenschaftlichen Demonstrationszwecken machen, was immer das ist, ja, aber zu nichts anderem. Und ich muss das auch entsprechend dokumentieren. Ein bisschen einfacher haben es dann die Apotheken, die dürfen nach § 4 Betäubungsmittelgesetz, wenn sie ihre Apothekenbetriebserlaubnis besitzen und dem BfArM anzeigen, dann automatisch am Betäubungsmittelverkehr teilnehmen. Die dürfen eben Betäubungsmittel bestellen, sie dürfen sie verarbeiten, abgeben und sie dürfen sie auch annehmen zur Analytik und untersuchen und die Testergebnisse auch kommunizieren. Da gibt es keinen Spielraum seitens der Bundesbehörde. Wenn man das verändern wollte, dann müsste man tatsächlich das Betäubungsmittelgesetz verändern. Darum haben wir hier in Deutschland die Situation, dass Apotheken Betäubungsmittelanalytik betreiben dürfen. Das ist so eine Sondersituation, die zum Teil auch genutzt wird mittlerweile, auch mittlerweile konstruktiv genutzt wird.
Was besonders traurig war an dem Fall, dass die Charité sozusagen keine Analyseproben mehr von uns entgegennehmen durfte, war die Tatsache der Kokainkonsumenten, der Kokainsituation hier in der Stadt. Wir haben nämlich das Problem, das ist speziell in Berlin oder gehäuft in Berlin kommt das vor, dass Kokainproben stark gestreckt sind, und zwar durch lokal anästhetische Substanzen, nämlich Lidocain und Tetracain. Das sind Substanzen, die so in Halsschmerztabletten zum Beispiel drin sind, sind relativ leicht verfügbar. Das Problem ist, gerade wenn Kokain intravenös konsumiert wird, und es gibt ja einen Konsumentenkreis, der konsumiert eben Kokain intravenös, dann kann es, wenn man Lidocain oder Tetracain spritzt, zu katastrophalen Folgen kommen. Dann kommt es nämlich zur Lähmung des zentralen Nervensystems oder auch zur Lähmung des Herzreizleitungssystems, und das kann sehr schnell zum Tode führen. Und 1995, also ein Jahr, in dem die Charité Drug-Checking für Ethan Rave gemacht hat, gab es etliche Tote mit Lidocain und Tetracain in Berlin, nämlich 46 Todesfälle im Zusammenhang mit Lidocain und 13 Todesfälle im Zusammenhang mit Tetracain, also insgesamt 59 Tote. Ja. Und anstatt, dass man jetzt versucht, die Konsumenten mit Drug-Checking zu erreichen und möglicherweise auch den Service anbietet, ja, was nicht so einfach ist, aber man hätte es ja versuchen können, hat man stattdessen hat man der Charité die Erlaubnis entzogen, überhaupt Drug-Checking durchführen zu können. Das gilt natürlich auch für andere Substanzen, zum Beispiel das Heroin. Da gab es den Fall in Bremen, da sind innerhalb, glaube ich, kürzester Zeit, innerhalb von einer Woche, gab es 5 Todesfälle im Zusammenhang mit Heroin. Und zwar, weil das Heroin auf einmal einen sehr hohen Reinheitsgrad hatte. Ja. Und da starben innerhalb von 1-2 Wochen starben da 5 Heroinkonsumenten an zu reinem Stoff. Und daraufhin hat dann auch mal in Bremen zumindest die Politik konstruktiv reagiert. Die Gesundheitssenatorin von Bremen hat dann für einen sehr begrenzten Zeitraum in Bremen Drug-Checking ermöglicht, sodass die Konsumenten in Bremen ihre Proben abgeben konnten, bis gesagt bekommen haben, wie viel da drin ist, und dann eben auf der sicheren Seite waren. Ein ganz krasser Fall, und das ist jetzt auch sehr aktuell, das ist eben der Fall in Leipzig mit dem Blei im Gras. Also seit Ende 1997 treten eben in Leipzig vermehrt Bleivergiftungen auf im Zusammenhang mit Cannabiskonsum. Und zwar wird Cannabis, Hanf, Gras, Marihuana mit Blei gestreckt, entweder mit Bleisulfid, Bleiglanz, oder auch selten mit elementarem Blei. Dadurch kam es praktisch zu einer Massenvergiftung im Raum Leipzig unter Kiffern mit Blei. Also hier ist der Abschlussbericht des Klinikums Leipzig zu der Geschichte. Aus dem zitiere ich hier. Da gab es eben 35 Patienten, die im Klinikum Leipzig mit akuter Bleivergiftung behandelt werden mussten. Im Gesundheitsamt ließen sich insgesamt 597 Personen, die im Hanfgebraucher waren, auf Blei im Blut testen. Und 27,3 davon hatten tatsächlich einen Blutspiegel, der überhalb der kritischen Schwelle liegt. 12,2 hatten einen kontrollbedürftigen Wert und 60% etwa lagen unter der Schwelle. Quelle ist eben dieser Abschlussbericht, und sehr gut ist das Ganze dokumentiert,
Und vor allem auch gute Ratschläge werden auf der Seite der Drug Scouts in Leipzig gegeben, die sich dann sehr intensiv mit diesem Phänomen auseinandergesetzt haben, das in die Szene entsprechend auch hineinkommuniziert haben und Möglichkeiten sozusagen gesucht haben, wie man im Vorfeld dem begegnen kann. Es kann ja nicht sein, dass Leute mit Blei im Blut zum Gesundheitsamt gehen und dann das Blei im Körper sozusagen feststellen lassen. Es ist aber nicht möglich, ist sozusagen das Blei, bevor der Konsum erfolgt, im Gras testen zu lassen. Ob man das machen kann in Deutschland und wie möglicherweise, dazu gehe ich gleich noch in meinem Beitrag ein. Ich möchte jetzt zurückkommen zu Drug-Checking, zu anderen Drug-Checking-Projekten in Europa. Es gibt in Europa etliche Projekte, die Drug-Checking betreiben und wir sind miteinander vernetzt. Auch wenn Eve & Rave jetzt hier in Berlin oder andere deutsche Vereine hier in Deutschland zurzeit kein Drug-Checking machen dürfen, kooperieren wir mit diesen Vereinen und erhalten zumindest mal Ergebnisse aus zum Beispiel Zürich oder aus Wien. Das Wiener Drug-Checking-Modell des Vereins Check It läuft etwas anders, als wir das in Berlin gemacht haben. Wir haben es stationär gemacht, das heißt, wir haben die Proben entgegengenommen und haben sie in ein fest installiertes Labor gebracht, nämlich das Gerichtsmedizinische Institut der Charité. Die Wiener machen das anders, die haben ihr Labor mobilisiert und packen das ein und nehmen das mit auf die Party. Ich habe das vorhin noch in dem Polylux-Trailer gesehen. Und auf der Party können dann die Leute ihre Drug-Checking-Proben abgeben und erfahren innerhalb von einer halben Stunde, was drin ist. Die Ergebnisse werden dann anonymisiert ausgehängt und man kann dann auf dem Zettel gucken, ob das drin ist, was man erwartet hat oder ob da möglicherweise was anderes drin war. Wenn was ganz Gefährliches unterwegs ist auf einer Party, was ganz Gefährliches entdeckt wird, dann wird auch mal die Musik angehalten und der DJ macht eine Durchsage, Leute, die in die Pille, da ist was ganz Gefährliches drin, die dürft ihr auf keinen Fall konsumieren. Ja, in Deutschland haben wir eben den Sonderfall, dass man es doch über Apotheken machen kann. Ja, Apotheken dürfen das. Es gibt eben von der Apothekerkammer Nordrhein gibt es dieses Angebot und zwar richtet sich das vor allem an besorgte Eltern, die bei ihren Kindern irgendwelche Pillen oder Pulver finden. Und dann kommt das in die Krankenhausapotheke nach Viersen und dort wird das eben untersucht. Und zwar mit nicht einem HPLC-Gerät, wie das die Jacket in Wien zum Beispiel benutzt, sondern mit Gaschromatographie gekoppelt mit Massenspektroskopie. Und da werden eben die Analyseergebnisse ermittelt und die Apotheke und an die Apotheke zurückvermittelt, die die Probe eingeschickt hat. Wobei nur rein qualitative Ergebnisse übermittelt werden und nicht gesagt wird, wie viel da drin ist. Obwohl mit den Methoden es locker möglich wäre, ein quantitatives Ergebnis zu erzielen. Auf der Seite der Drug Scouts wird gesagt, dass Viersen zumindest jetzt das Angebot macht. Und ich glaube, so war es sogar auf der Homepage der Bundesdrogenbeauftragten nachzulesen, Cannabisproben zum Beispiel auf Blei zu untersuchen. Ja, also das ist eine Möglichkeit tatsächlich, wenn man wissen will, ob in seinem Gras Blei drin ist, das nach Viersen zu schicken. Auf der Homepage der Drug Scouts ist auch so ein Formular, was man runterladen kann, was man dabei legen kann oder man kann es in der Apotheke abgeben. Und für 20 Euro analysieren die einem das dann. Ja, wie gesagt, wir sind vernetzt. Es gibt verschiedene Vereine, die Partydrogenprävention machen. Es gibt auch etablierte Träger der Drogenhilfe. Und wir treffen uns auch so in regelmäßigen Abständen und schreiben vor allem fleißig E-Mails. Also wir haben so Mailinglisten. Wir sind auch auf internationaler Ebene vernetzt. Es gibt in Europa eine ganze Menge Vereine, die Prävention im Party-Setting machen. Und es gibt da zum Beispiel das Basics-Netzwerk, auch mit entsprechender Internetplattform und Austauschmöglichkeiten und Meetings.
Ja, letztes Jahr haben wir in Wien, letzten Oktober, hat Jacket Wien 10-jähriges Bestehen gehabt. Und da war dann im Vorfeld von der Organisation Democratic Cities and Drugs, hat sich eben dieses Safer Nightlife, die Gruppe getroffen und hat überlegt, wie man Drug-Checking noch weiter vernetzen kann. Und man hat eben beschlossen, eine Drug-Checking-Database zu eröffnen, wo alle möglichen Drug-Checking-Ergebnisse, die in Europa erzielt werden, eingespeist werden können. Und auch das Verfahren soll standardisiert werden, wie Drug-Checking durchgeführt wird, wie Proben angenommen werden, wie Ergebnisse kommuniziert werden. Ein Problem ist es, dass die unterschiedlichen Gruppen in Europa auf sehr unterschiedlichem Standard Drug-Checking betreiben. Manche machen eben nur Marquis, andere haben die vollautomatische Laborausrüstung, also HPLC oder GCMS. Und das ist dann nicht immer vergleichbar, was da rauskommt. Und daran wird gearbeitet. Bisher sind die Länder Frankreich, Spanien, Schweiz, Belgien und Österreich beteiligt. Ja, ich meine, das ist halt ärgerlich. Ich war dabei bei der Gründung, aber da wir kein Drug-Checking hier in Deutschland machen können, sind wir auch nicht richtig mit dem Boot. Ja, wir können zwar so ein bisschen von den anderen profitieren, aber selber können wir da leider nichts einspeisen. Ja. Ja, auch international waren wir aktiv und international wird der ganze Drogenkonsum, der ganze Drogenverkehr von der UNO ja reguliert, bekanntlicherweise, und zwar auch in Wien. Ich selber habe da mal an der Tagung teilgenommen, da ging es vor allem um Methamphetamin im Zusammenhang auch mit AIDS-Prävention. Die Deutsche AIDS-Hilfe hat mich dahin delegiert. Und ich habe auch einige Vorschläge gemacht, wie man auf das Phänomen reagieren kann, unter anderem natürlich auch Drug-Checking. Und die Frage hat dann diese UNO-Experten sehr interessiert, auf jeden Fall, und hat zu sehr kontroversen Diskussionen geführt. Interessanterweise hat der Vertreter der USA sich in Sachen Drug-Checking hinter mich gestellt und hat gesagt, das sei eine gute Sache, es sei schon sehr wichtig für Konsumenten zu wissen, ob die Tablette, die da gehandelt wird, jetzt tatsächlich Ecstasy enthält oder möglicherweise Methamphetamin. In Tschechien hat dann gesagt, ja, sie wollten auch Drug-Checking machen, aber die UNO, sprich der UNO Drogenkontrollrat, der INCB, hätte ihnen das verboten. Und da habe ich dann erwidert, ja, hier Rainer Schmidt, Professor Rainer Schmidt, der ist im INCB, ja, und leitet aber gleichzeitig die Analytik des Checking-Projekts in Wien. Hier ist zu der Frage ein Interview, was die österreichische Ärztewoche mit ihm gemacht hat. Stichwort: keine Qualitätskontrolle für Dealer. Und da wird dann eben auch Rainer Schmidt gefragt, wie sich sein Jacket-Engagement mit seiner Tätigkeit für die UNO verträgt. Ja. Und ja, er schlägt das dann eben sehr logisch dar, indem er sagt, wir machen keinen Service für Dealer. Ja. Das ist immer so ein bisschen der Verdacht, unter dem die Drug-Checking-Projekte stehen. Ihr macht da einen Dealer-Service und möglicherweise promotet ihr damit Drogengebrauch oder bestimmte Drogen. Das ist natürlich Blödsinn, sondern es geht wirklich darum, Harm Reduction, also Risikoreduzierung im Hinblick auf die Konsumenten zu betreiben. Ja, ich bin gleich fertig. Ja, Rainer Schmidt ist jetzt aus dem INCB ausgeschieden. Dafür ist dann eine alte Freundin von uns eingezogen, Frau Professor Lander. Das war diejenige, die uns damals das Drug-Checking in Berlin vermiest hat, indem sie der Charité die Erlaubnis entzogen hat. Und aus Wien meckert sie auch gegen Druckräume zum Beispiel in Deutschland. Ja, da ist sie auch dagegen. Ja, aber trotzdem, wir haben es auch geschafft, Druckräume durchzubringen. Ja. Und ich denke mir, wir werden es auch schaffen, Drug-Checking in Deutschland wieder zu implementieren, dass damit da viele davon entsprechend profitieren können. Damit bin ich auch am Ende meines Vortrags. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Tibor Harrach.
für die Einblicke nochmal in die Berliner Historie und ja auch den europäischen Rundumschlag, den wir nochmal gehört haben. Gibt es Nachfragen an Herrn Harrach und zu dem Beitrag? Bitte. Aber ausschließen können Sie ja nicht, dass auch Lieder kommen und sich das untersuchen lassen und dann vielleicht auch. Da stehen übrigens auch Mikrofone im Mittelgang. Ja, also absolut ausschließen kann man das natürlich nicht. Ich meine, so als Apotheker kann ich da aber auch nur die Erfahrung zum Beispiel einfügen, die wir mit Spritzenaustausch gemacht haben. Im Zusammenhang mit der aufkommenden AIDS-Epidemie wurde es ja zunächst erstmal Apothekern erlaubt, an intravenös konsumierende Menschen Spritzen abzugeben. Das wurde sogar im Betäubungsmittelgesetz festgeschrieben und damals gab es auch eine Riesendiskussion, ja, da kommen jetzt die ganzen Dealer und kaufen die Spritzen, um sie dann den Kindern weiterzugeben und Drogenkonsum zu promoten. All das hat sich nicht bewahrheitet. Und ich meine, wenn ein Dealer tatsächlich in die Apotheke käme und bei mir Spritzen kaufen würde, saubere sterile Spritzen, um sie Konsumenten weiterzugeben, hätte ich dagegen ehrlich gesagt auch nichts. Ja. Und die Erfahrung jetzt beim Truck-Checken ist eher die, dass Dealer doch eher die Anonymität suchen. Wenn man sich so in die Nähe eines Truck-Checking-Projekts begibt, begibt man sich auch gewissermaßen ein bisschen heraus aus der Anonymität. Und das mögen in der Regel Dealer, die so im Untergrund arbeiten müssen, ja, mögen das nicht so gerne. Gibt es weitere Nachfragen? Bitte. Ich hätte noch die Frage, die Möglichkeit besteht ja über Apotheken in Deutschland des Drug-Checkings. Mir kommt da die Frage auf, sind alle Substanzen durch Apotheken nach Pilsen weiterleitbar, sprich Kokain, Gras und Pillen und was sonst noch auf dem Markt ist? Oder gibt es da eine Eingrenzung? Und die andere Frage ist, mir ist zu Gehör gekommen, dass nicht alle Apotheken annehmen oder dass sich Apotheken auch weigern. Und wie funktioniert es dann mit der Anonymität? Also Apotheken unterliegen der Schweigepflicht, ja, also die dürfen keine Daten an die Strafverfolgungsbehörden weitergeben und die können das auch oder müssen das auch anonym durchführen. Meines Erachtens nach können sie nicht gezwungen werden. Also wenn da jetzt irgendwie ein Apotheker ein moralisches Bedenken hat, das zu machen, denke ich mir, wird man es schwer haben, den dazu zu bewegen oder den dazu zu zwingen. In so einem Fall würde ich mir eine andere Apotheke aussuchen. Ja. Ich meine, es gibt schon Apotheker, gerade Apotheker, die so im Bereich auch HIV-AIDS engagiert sind, die für solche moderneren Ansätze offen sind. Prinzipiell ist es völlig egal, jetzt im Hinblick auf Betäubungsmittelstrafrecht, meines Erachtens ist es zumindest egal, was da für Substanzen abgegeben werden können, das spielt keine Rolle. Ja? Ob die jetzt auf Anhang 1, 2 oder 3 stehen, das ist egal. Ja? Apotheken dürfen alles annehmen, alles weiterleiten und Viersen darf auch alles untersuchen. Aber wie gesagt, das Problem bei Viersen ist eben, dass die zwar einen guten Preis machen mit 20 Euro, aber dass sie keine quantitativen Ergebnisse rausrücken. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. In Eschborn bei Frankfurt gibt es das Zentrallabor Deutscher Apotheker, die machen mittlerweile auch Betäubungsmittelanalytik und geben mittlerweile auch quantitative Ergebnisse raus, aber das kostet dann 100 Euro plus X. Ja, und das ist natürlich ein Verfahren, was nicht mehr praxistauglich ist unbedingt. Ja.